Bildschirmteilen muss ich wieder zurück. Nee, jetzt bin ich mit Bildschirmteilen. Jetzt Dann ist das ganz einfach wegmachen, die zwei Dinge klicken. Gut. So, jetzt passt es. Es ist also definitiv so, dass das 2020 ist ein riesengroßer Umbruch. Und wenn ich sage, das Loslassen lernen, wenn du sagst, du entrümpelst jetzt das ganze Spiel. Es geht um ein Entrümpeln, was im klassischen Sinn auch ist, wenn ich immer von der Vergesslichkeit rede. Wenn eine meinen, ihr Monstergedächtnis, du bist zugemüht wie ein Computer, der so viele Programme und Zeug und Wort drauf hat und dann immer langsamer wird, dadurch wird dein Denken und deine Auffassungsgabe langsamer. Und ich erkläre ja immer, dass der Computer nur in deiner Traumwelt aufgetaucht ist, jetzt, dass du anfängst, dich mit dir selbst, mit dem, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, zu beschäftigen. Das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, ist genauso ein spezieller Gedanke, eine Information, ein Gedankenkomplex. Ich nenne das einmal genauer ein Ich, ein intellektuelles Ich, intellektuelle Kollektion. Das ist das große blaue Ich. Wenn wir das rot machen, dann ist es eine göttliche Kollektion. Die göttliche Kollektion umfasst aber auch die ganzen anderen Ichs. Darum sage ich, das rote Ich denkt ja nur aufgrund seines blauen Ichs, seines Schwamminhalts, seines Programms an sich. Du denkst an dich und an andere Menschen, an dich Mensch und an andere Menschen, an deinen Körper und an andere Körper. Wobei du jetzt, wenn du an deine Körper denkst, immer nur der Jetzt-Körper materialisiert empfunden werden kann, weil Materialisation, sinnliche Wahrnehmung kann nur unmittelbar hier und jetzt passieren. Ich kann nur wieder verweisen auf das erste Selbstgespräch, ich bin du Quadrat. Das ist eine DIN A4-Seite, wo ich den Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit erkläre. Eine Wahrheit ist prinzipiell eine Wahrnehmungseinheit und die wirklich, das wirkliche Licht, das wirkende Licht, das ist das rote Ich. Und jetzt ist es definitiv so, das wirkende Licht, das ist das Bewusstsein. Das wird aber schon reduziert mit einem blauen Ich, was ich dann Geistesfunken nenne. Geistesfunken, jetzt mache ich das nochmal. Wenn wir unseren klassischen Filmprojekt, unseren Videobeamer nehmen, da ist eine Lampe drin und die Lampe spielt ja verschiedene Filme ab. Es bleibt ja die ganze Zeit dieselbe Lampe. Egal welches Leben ich abspiele, wird durch dieselbe Lampe gelebt. Die Lampe ist das JCH. Diese ausgedachte Lampe braucht eine Energiequelle. Ich sage, die rote Energie, das ist UP. Der ist natürlich jetzt auch ausgedacht rot. Das war das in dem letzten Selbstgespräch mit dem hier 11 hoch 3. Wo ich sage, rot geschrieben. Wenn man die Grundlagen nicht hat, kommt man nicht mit. Das 11 ist ja AI. Das ist das Nichts. Und das ist diese Energie von Einstein, wo ich tausende Male gesagt habe, diese Energie kann weder vermehrt noch vernichtet werden, weil die immer ist. Das ewige Nichts, das sind die zwei Seiten. Aber sie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Das ist das, was du als Informationen durch deine Divisionen siehst. Und da machen wir jetzt das einmal aus dieser reinen Energie, machen wir Licht. Darum sage ich, Energie, Licht, Geist, Bewusstsein ist im Prinzip dasselbe, wenn man es rot schreibt. Diese Energie wird jetzt zu einer Lampe in einem Projektor, der sämtliche Leben abspielt. Es ist immer dieselbe Lampe, dasselbe ICH, JCH. In dem Moment, wo ein Film läuft, ist ein blaues Ich da. Das ist jetzt unsere Datei, ob das ein Videospiel oder Film nennen oder Buch, wie ich es immer vereinfacht mache, wird diese Lampe aufgrund dieser speziellen blauen Ichs wird das JCH zu einem roten ICH. Es ist zwar immer noch dieselbe Lampe, aber es wird aus dem J ein I. In unserem Alphabet ist ja praktisch I, J, bla bla bla. Wenn wir das jetzt aber durchzählen, ist das I ist die 9, das D. Das heißt, jetzt wird es zu einer speziellen Reihe. Eine Spiegelung. Okay, und wenn jetzt das läuft, die Bilder im Weißenbruch-Vortrag anschauen, ich sage mir, wir haben einen verschiedenen Zeitakt. Das heißt, es ist zwar jedes Bild jetzt, okay? Das heißt, die Bilder flackern sehr schnell auf der Leinwand. Man hört es, du musst wissen, was ich dir mitteile. Die flackern. Zeit, jedes Bild ist jetzt. Okay, aber eine Kollektion dieser Bilder zusammengefasst ist die DVD, aus der die entspringen. Gut, das heißt, all die
Bilder sind eigentlich gleichzeitig auf diesem Film. Das ist dein Schwamminhalt. Mhm. Jetzt sind wir eine Stufe höher. Wir wechseln praktisch hier von den Bildern. Jedes Bild übrigens ist eine intellektuelle Kollektion. Das ist ein kleines blaues Ich. Ich sage immer, dein kleines blaues Ich ist dein Körper, aber eigentlich ist ein Bild eine Kollektion von Pixeln auf der Leinwand, die ständig verändern, Bild für Bild. Das ist das kleine blaue Ich. Und diese ganzen blauen, kleinen blauen Ichs als Kollektion, du hast da Fragezeichen auf den Augen. Ja, ich meine, das ändert sich. Pass auf, ganz einfach zuhören, ich mag es nochmal. Wenn du ein Bild siehst vor dir, wir machen ein Bild auf dem Monitor. Wenn du ein Bild vor dir siehst, ist dieses Bild eine Kollektion von unterschiedlichen Helligkeitspunkten. Ja. Die aber berechnet werden von einem gewissen Intellekt. Das heißt, es ist eine intellektuelle Kollektion, ist ein Bild. Ja. Es wechseln, das kann man jetzt ich lesen, das ist eigentlich das kleine blaue Ich. Ich vereinfache das immer, dass ich schlichtweg und einfach sage, das ist dein Körper. Ja. Ich sage doch immer, deine Traumwelt ist dein Körper, diese ständig wechselnde Traumwelt. Und jedes Bild ist ein Körper von dir. Ja. Warte mal einen kleinen Moment. Ich muss ganz kurz den Martin auch nehmen dazu. Ja. Bin gleich wieder da. So, jetzt muss ich ganz kurz den Nerd dazu machen, weil ich gesagt habe, ich tue damit dazufügen. Mhm. Mit der Kamera. Das ist also hier dieses Spiel, dass das, du merkst, das sind schon wieder Vereinfachungen. Das heißt schlichtweg und einfach, dass nochmal, dein Körper ist deine Traumwelt. Deine Traumwelt besteht aus diskreten, ständig wechselnden Bildern. Gut? Und jetzt machen wir ganz einfach Folgendes. Jedes dieser Bilder, das du siehst, jeder Moment, ich mache das ja immer noch analog, aber das ist ja, du musst digital denken. Es ist ständig zack, 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 ständig wechselnde Bilder. Jedes dieser Bilder ist eine intellektuelle Kollektion von Unterschieden. Mhm. Ich sage immer, das kleine blaue Ich ist dein Körper, das ist eine extreme Vereinfachung. Dein Körper ist ja deine Traumwelt. Ja. Und jedes Bild, das in einem ständigen Wechsel mit Lichtgeschwindigkeit übrigens wechselt, darum ist jedes Bild hier und jetzt, ist eine Kollektion von Bildern. Das ist das, was auf der Leinwand ist. Und es wechselt zack, 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 zack. Mhm. Okay? Mhm. Was hat jetzt der hier? Bist du dabei, Nerd? Ja. Ja. Bist du dabei? Alles klar, gut. Da war deine Kamera war ausgeschaltet bei mir. Hast du das gehört, was ich gesagt habe? Ja. Okay, also wir haben kleine Kollektionen von Bildern, die aber lichtgeschwind wechseln. Das ist das, was du normal erlebst. Das ist der Wechsel deiner Informationen. Das ist das kleine blaue Ich. Das sind zack, zack, ich mache auf der Leinwand. Habe ich im Weißenbruch-Vortrag, habe ich das erklärt. Diese ganzen kleinen blauen Ichs, diese kleinen Bilder, fassen wir zusammen in einen großen blauen Ich. Das ist dein Schwamminhalt, das nenne ich die Datei. Okay. Wenn wir jetzt unseren Videoprojektor denken, unseren Videobeamer denken, haben wir die Lampe, die ist immer da. Mhm. Die unterste Ebene sind diese schnell wechselnden Bilder, die kleinen blauen Ichs, die zusammengefasst werden in eine große intellektuelle Kollektion. Das ist dein blaues Ich. Mhm. Das ist jetzt die Datei, aus der diese Filter entspringen. Mhm. Jetzt, wenn ich aber einen Videoprojektor nehme, das ist das rote Ich, das macht erst einen Sinn mit einem blauen Ich. Das ist jetzt wieder ein Videoprojektor, macht erst einen Sinn, wenn er Programme, wenn er Daten hat, wenn er eine Datei, eine DVD laufen hat. Nehmen wir es, wie wir es wollen. Ja. Und in dem Videoprojektor wechseln ja auch Leben für Leben für Leben, wie beim Leser im Bücherregal. Die Lampe ist jetzt praktisch der Leser, der verschiedene Leben durchlebt. Und immer wenn du ein Leben lebst, bist du ein rotes Ich mit einem entsprechenden blauen Ich. Das ist die Kombination zu jedem roten Ich, zu jedem Geistesfunken hat ein blaues Ich. Das macht dich zu einem Geistesfunken. Mhm. In dem Moment, wo wir jetzt kein blaues Ich haben, keine Datei haben, ist die Lampe immer noch da.
das ist JCH. JCH ist die Kollektion von den roten, blauen Ich-Kombinationen. Jetzt wird es interessant. Der schnelle Wechsel der Bilder in der Kollektion, in der Datei, die großen blauen Ichs, die wechseln jetzt auch, jetzt aber immer mit einem roten Ich in Verbindung. Und die zwei, rotes und blaues Ich in der Synthese, wird jetzt zur Nulllinie, das ist das JCH, die Nulllinie, die wir uns ausdenken, die wiederum jetzt sich zusammenschiebt zu UB, das ist der Punkt. Das kannst du jetzt noch mal ein paar Mal anhören. Ja. Merkst, wenn ich das erste Mal erkläre, dann ist es eine extreme Vereinfachung von einer Vereinfachung. Und diese Metapher, die musst du verstehen, das hilft dir unheimlich beim Loslassen. Ja. Da habe ich das immer angenähert, wo ich zuerst langsam sage, jetzt fangen wir zuerst einmal an mit der Brille. Die ersten Gespräche, wenn du anhörst, wenn du an deine Brille denkst, hast du die entweder auf oder nicht auf. Aber sobald du an eine Brille denkst, ist eine Brille da und zu einer Brille, die da ist, gehört eine Brille, die nicht da ist. Die Brille steht übrigens, ich sage immer wieder, die VR-Brille steht für jegliche Form von sinnlichen Wahrnehmungen. Und bei der Tasse habe ich doch gesagt, wir haben diese 8 Seiten, die wir jetzt kriegen, die kannst du von innen anschauen oder von außen anschauen. Es ist dasselbe, wenn du die Brille auf hast. Wenn du normal denkst, bist du immer noch im Hintergrund in dem Glauben, dass von außen was durch die Brille in dich reingeht. Ich nenne das ja eine VR-Brille. Da gibt es kein Außen, sondern es wird von innen angesteuert, die Pixel. Die Pixel sind wieder, jedes Bild ist unsere blauen Ichs, die kleinen blauen Ichs. Am Internet ist es ja so, komischerweise, dass du zwar laufend von einem Internet sprichst, aber immer noch meistens kommt von außen. Wir können ja dieselben 8 Seiten dann auch von innen betrachten. Dann ist es wirklich das Internet, dass du weißt, es ist, ich bin das Zentrum und ich denke das um mich herum aus. Und da ist immer wieder, dass das Außen gar nicht existiert. Das ist bloß eine Reflexion. Das ist das, wie wenn du in den Spiegel schaust. Jetzt denk an das kleine Beispiel, wo ich im letzten Selbstgespräch gesagt habe, du gehst durch die Stadt. Ja, mit dem Lächeln. Spiegelt sich. Und jeden, den du anschaust und anlächelst, da werden dich welche zurücklächeln. Und es wird einige geben, die, das ist wie beim Videospiel, wenn du GTA spielst. Dass du, wenn du die Physiognomie anschaust, diese KIs reagieren wie eine Kamera mit einer Bewegungseinstellung. Die reagieren, ohne dass sie dich anschauen, merkst du, dass die merken, dass du sie anschaust und minimal die Mikromimik wird sich das Gesicht verändern und sie laufen stur weiter. Es ist ganz anders, wie wenn du hier aus dem Blickwinkel jemanden neutral vorbeiläufst, läuft er auch an dir vorbei und da ist überhaupt keine Reaktion auf dich. Das kannst du beobachten. Und dann wieder welche, die du anschaust, die machen dann irgendwie, die schauen dich zwar nicht zurück, aber meistens, wenn du lächelst, geht das Lächeln auch auf. Und das ist schon die erste Anzeichen, wenn du mal so spielst, dass die Welt um dich herum eigentlich nur Spiegelbild von dir selber ist. Und jetzt kann ich wieder meine ganz extremen Vereinfachungen machen, wenn ich sage, wenn du vorm Spiegel sitzt und lächelst, lächelt der Spiegel zurück. Und wenn du heulst, heult der Spiegel. Aber nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und wenn jetzt welche und die Welt zusammengefasst in einer Kollektion, das ist dein Chat, wenn du jetzt sagst, mir geht es ja bloß so schlecht, weil die Welt um mich so schlecht ist, das ist das, was du um dich herum dir ausdenkst, dann sage ich, du Depp, du kannst doch nicht sagen, mir geht es so schlecht, weil die Welt um mich herum so schlecht ist und die Menschen, dein Glaube, dein eigenes Innerstes ist so schlecht, dein Intellekt ist so schlecht und du siehst immer nur deinen eigenen Spiegelbild. Und jetzt geht es da nicht, dass du meinst, dass ich nur gut sein muss. Du kannst dir nur Wellen aufschmeißen. Das heißt, es werden immer in deiner Welt auch böse Menschen sein, sonst wird es keine Guten geben. Das haben wir doch so oft durch. Es ist im Plan zu leben, dass du in einer Welt bist, wo nur Berge sind, aber keine Täler sind. Dass du in einer Welt lebst, wo nur Sonnenschein ist und definitiv kein Regen. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das ist von arithmetisch betrachtet eigentlich schon ein Ding der Unmöglichkeit. Genauso wie nur Frieden. Ja. Wenn du das aus der Mitte, wenn du wirklich die Mitte bist, wenn du das aus der Mitte heraus siehst, und es ist ein Unterschied nochmal, ob du das jetzt intellektuell durch Holofeeling begriffen hast oder ob du es verstanden hast. Und du bist der Erste, du Geist, bist der Erste, der es mitkriegt, wenn du in einer absoluten Gleichgültigkeit bist. Und da kannst du als Person dich durchaus aufregen über irgendwas. Ja. Das habe ich als Udo ja durchgespielt, wo ich dann immer noch erwähne, es geht auch nicht um den Gedanken Udo, genauso wenig um den Gedanken, wenn du an dich selbst denkst. Ja.
Es geht um den, der sich alles ausdenkt und der alles erlebt. Mir geht es momentan nur um den träumenden Geist. Ich will das aus dem roten Ich, das immer, um träumen zu können. Der träumende Geist braucht eine Traumwelt, sonst ist es kein träumender Geist. Das ist auch so eine Sache. So wie jetzt dein Intellekt dir vorschreibt, ich brauche einen Körper, ohne Körper gibt es mich nicht. Dann kann der träumende Geist sagen, ohne einen Traum gibt es mich auch nicht. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Und dann ist hier heute Morgen das kleine Reinstellen des Eckhart Tolle Video, das stimmt, dieses Ich Bin. Aber was natürlich interessant ist, dass dieses Ich Bin, was ich reingestellt habe, das ist ja ein Komplex. B-I-N, B-N heißt erst einmal, in mir ist eine Existenz. Wenn ich das Bi griechisch mache, heißt Bi ja zwei. Zwei Existenzen. Ja. Darum ist ein Zweig, 2G, das ist Gag, das ist das Ausgedachte. Beziehungsweise als 3-3 gelesen ist es die Welle. Verstehe, da ist eine Physik im Hintergrund. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich hebe bloß in einen Traum und die Matrix und lässt deine kompletten gefühlszwanghaften Interpretationen weiterlaufen. Ja. Ja. Es ist ja definitiv so, dass hier in vielen Kleinigkeiten, wo ich sage, wenn du betrachtest, wenn du jetzt, es sind selbst die oberste Ebene, sage ich immer, sind Gefühle. Das heißt, du hast das ganz unten materialisiert, Materie ist hochkonzentrierter Geist, da bist du, wenn du eine kleine Energie bist, hängst du komplett in dieser Gefühlswelt drin. Wenn du hier jetzt ein größerer Geist wird, wird dir das bewusst, dieses Tatvam Asi, was ich bin, ist die Einheit. Ain geschrieben, das Nicht-Existierende und sowas Nicht-Existierenden, das ich mir ausdenke, gehört zwangsläufig was Existierendes. Das heißt schon, das Nicht-Existierende, das ausgedacht wird, beginnt in dem Moment schon zu existieren. Ja. Als gedachtes Nichts. Aber jetzt haben wir zu dem Nichts gehört ein Etwas, weil du immer das Gegenteil im Hintergrund hast. Darum sage ich einfach, denk immer bei dem klassischen Foto an dir positiv und dir negativ. Und jetzt ist es, wenn man sich mit der Kamera Obscura auskennt, kann man nachschauen bei Wikipedia, die Kamera Obscura ist letztendlich eine geschlossene Kiste. Sage ich nicht immer, dein Kopf ist eine Kiste? Und da ist ein kleines Loch drin. Und jetzt gehen wir in dieser materialistischen Metapher davon, da außen ist eine Welt und da kommen Lichtstrahlen rein. Und die gehen durch dieses Loch und in dem Loch, wo die zusammengebündelt sind, in dem Nichts eigentlich, das unendlich kleine Loch, wird es nach hinten dann auf die Filmrolle bzw. auf den Fotosensor projiziert. Und das Bild auf dem sogenannten Dia-Negativ steht im Vergleich zu dem Positiv auf dem Kopf und ist spiegelverkehrt. Es geht so übers Kreuz. Aber jetzt ist es interessant, wenn wir uns das bildlich vorstellen, das ist genau das, was in einem Eckspiegel passiert. Diese drei Spiegel, die 90 Grad Winkel aufeinander stehen. Das, was man auch Katzenauge nennt. Gib mal Katzenauge ein bei Wikipedia und schau, was ein Katzenauge ist. Das ist der Reflektor, zum Beispiel in den alten Rückleuchten und so, die so aufleuchten, wenn der Lichtstrahl reingeht. Ein Katzenauge besteht aus drei, praktisch wie wenn du jetzt in eine Zimmerecke reinschaust. Aber haben wir nicht festgestellt, Weißenburg-Vortrag und andere Vorträge, dass wenn jetzt eine Gruppe, wenn wir angenommen in ein Zimmer uns Z im Meer, die Geburt im Meer, wenn wir uns ein Zimmer denken, dass hier definitiv zwei Wände und die Zimmerdecke werden große Spiegel. Okay? Ja. Dann ist es schlichtweg und einfacher so, dass in dem Moment, wo hier eine Gruppe drunter steht in den Raum und die schauen alle nach oben, dann wenn man die Kanten nicht sieht, ist es wie wenn du in einen großen Spiegel reinschaust, der so 45, diese drei Ecken, wirken wie ein großer Spiegel, der so schräg drüber ist. Und da ist die ganze Gruppe zu sehen. Und jeder, der hochschaut, hat sein Kopf, das dritte Auge, genau in der Mitte von dieser Ecke. Und das ist der Punkt in der Kamera Obscura. Und da haben wir jetzt eine Seite und die andere Seite. Und die eine Seite ist auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Und die andere Seite ist auch auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt. Und dann hebt sich das, wenn ich jetzt dieses auf dem Kopf stehende und spiegelverkehrte Bild nehme. Ich habe nochmal ein auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrtes Bild. Wenn man dieses Bild nochmal auf den Kopf stellt und spiegelverkehrt macht, ist es doch richtig.
Du hast Fragezeichen auf den Augen. Ja, weil ich dachte, wenn das Kopf auf dem Kopf steht, dann müsste das... Pass auf, mach einfach mal deinen normalen Spiegel. Wenn du in den Spiegel reinschaust, pass auf, wenn du in den Spiegel reinschaust, jetzt normale Physik, du hast einen Spiegel, dann siehst du jetzt natürlich, weil du nur zwei Achsen hast, siehst du dich auf dieser horizontalen Spiegel verkehrt. Okay? Ja. Du projizierst das in den Spiegel rein und in dem Spiegel ist das Spiegel verkehrt. Wir müssen jetzt mit Lichtstrahlen arbeiten, die es da außen gar nicht gibt. In dem Moment, wo ich jetzt dieses spiegelverkehrte Bild, du schaust das Bild an, das ist spiegelverkehrt und dieses spiegelverkehrte Bild projiziere ich nochmal auf einen anderen Spiegel, der dieses spiegelverkehrte Bild auch wieder spiegelverkehrt macht, das dann zu dir zurückkommt und dann ist es richtig. Darum siehst du dich in einem bekannten Spiegel. Jetzt hat er, ja. Okay. Spiegelverkehrt ist nochmal spiegelverkehrt gemacht und das schaust du an und dann wird es zurückgedreht. Mhm. Wenn ich jetzt ein Bild, ein Spiegelkonstrukt habe, wo das Signal, das reingeht, auf den Kopf steht und spiegelverkehrt ist, und dieses Bild spiegel ich nochmal in einen Spiegel, wo alles auf den Kopf gestellt wird und spiegelverkehrt gemacht, wird es wieder richtig. Mhm. Okay, das heißt, dieses Minus, Minus, ist genau im Zentrum richtig. Das ist das, was in dir drin ist. Darum siehst du das richtig. Okay. Weil du ja da, was ich jetzt simpel mache, was der Spiegel in der Mitte ist, du bist weder das Form, die Form vorm Spiegel, du bist der Spiegel selber. Du bist das Zentrum. Jawohl. Ja. Jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel hier auf den Monitor schaust und du hast deine Kamera eingeschaltet, da wird oben wahrscheinlich so ein kleines Bild sein. Mhm. Jetzt bei Skype. Mhm. Da muss dir klar sein, dass wenn du das jetzt anschaust, du bist weder die Ariane, wenn du jetzt glaubst, die Ariane zu sein, du bist weder die Ariane, die vor dem Monitor sitzt, noch bist du die Ariane auf dem kleinen Bild. Du bist der Monitor. Mono, habe ich im letzten Gespräch gesagt. Wenn wir das jetzt das schon als Mono lesen, das ist, und das ist eine intellektuelle Reihe, die sich in dir aufbaut. Jetzt können wir wieder einen Spiegeltunnel machen. Bup, 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 bup. Mhm. Kamera hinhalten. Da gibt es übrigens ein Video, habe ich ja mal irgendwo gezeigt, ein kleines, wo einer so einen Eckspiegel mit drei Spiegeln baut und der filmt mit einer normalen Kamera sich selber rein und dann geht er drum herum, wo er läuft und dann ist genau das eine, weil das Mono ist, das Kameraauge ist genau in der Ecke, egal wie er hin und her läuft. Ja. Und das Katzenaugenprinzip, dass man drei Spiegel, so kleine drei Spiegelecken aneinander macht, wenn du altes Rücklicht zum Beispiel von einem Auto zerbrochen hast, diese Rückstrahler, wie man das nennt, das sind lauter kleine Dreieckenspiegel und die Eigenart ist, dass der Lichtstrahl, der da reingeht, immer genau in derselben Richtung wieder reflektiert wird. Das ist ein Thema, wo ich vor 15 Jahren schon drauf eingegangen bin. Natürlich hier und jetzt gedacht, wenn man seit 20 Jahren Holofeeling macht, ist das alles, müsste das eigentlich alles schon durch sein. Wir haben es mit unendlich Wissen zu tun, was aber all jedes Wissenselement, das in dir auftaucht, ist ein Puzzlestück vom Heiligen Ganzen. Mhm. Und du wirst merken, stürz dich auf diese Kleinigkeiten. Wenn ich zum Beispiel immer wieder erzähle, solange dein Geist abdriftet und du dich zumüllst, ich sage, du kannst so viele Bücher und Fachbücher lesen, wie du willst. Es ist nahezu verlorene Zeit, weil bevor du das Prinzip der Vordersprache nicht verstanden hast, baust du aus den Büchern einseitige Vorstellungen auf, die große Masse nichts miteinander zu tun zu haben scheint. Und wenn du dieselben Schriften, dieselben Worte liest und du hast Holofeeling im Hintergrund, die Grundlagen, wirst du feststellen, dass sich das zusammensetzt, dass das alles Einzelteile sind von einem heiligen Ganzen, das du letzten Endes, was wir selbst sind. Mhm. Und jetzt haben wir Spiegelung. Jetzt pass auf, wir haben festgestellt, wenn du in der Welt des Denkens bist, ich spreche es jetzt nur an, in der intensiven Selbstbeobachtung wirst du feststellen, dass dein Denken zuerst einmal in Form von Worten abläuft. Denk an das Beispiel, wo ich sage, denk an 30 Gegenstände nacheinander und stell dir jeden diesen nacheinander, heißt jeden Gegenstand denkst du dir jetzt und stell dir diesen Gegenstand, den du jetzt denkst, dir für 2-3 Sekunden bildlich vor. Da steckt doch schon drin, dass wenn du an einen Gegenstand denkst, der in dir auftaucht, dass das nur ein Geräusch, ein Wort ist. Du denkst an Eiffelturm, das fällt dir ein, es taucht in dir auf. Und dann stellst du dir den Eiffelturm vor. Dann musst du dich überraschen lassen, was als nächstes in dir auftaucht. Apfel. Es ist das Wort da und du formst jetzt das Wort in einen Apfel um. Mach das mit 30 Gegenständen und beobachte dich dabei. Und das Erste, was du dabei lernst, ist, dass du dir nicht raussuchen kannst, was du dir als nächstes denkst. Du musst warten, was in dir auftaucht. Du selbst bist nämlich nur einer, der schaut, der sich in dem Spiel nicht einmischt.
Und dann wird, du wirst feststellen, dass du dir das Wort denkst. Also du meine ich jetzt der, der du zu sein glaubst. Du bist der Beobachter. Wenn du ich bist, bist du der Beobachter. Du beobachtest dich und dann stellst du fest, der, der du zu sein glaubst, denkt sich das Wort. Das ist deine Stimme, die dieses Wort spricht. Und dann formst du das zu einem Bild. Wenn dir jetzt zum Beispiel hier Jan einfällt, wirst du einen ganz bestimmten Jan formen mit dem Wort Jan, das in dir auftaucht. Mit einem anderen Programm kann auch das Wort Jan in dir auftauchen, dann machst du aber ein anderes Bild raus. Ja. Gut, das ist, was in dir abläuft. Mhm. Außen gespiegelt ist es genau anders. Da, wenn du jetzt schaust auf deine VR-Brille, hast du Bilder. Du kannst aus jedem dieser Bilder kannst du Worte machen. Tisch, Stuhl, magst du aber meistens nicht. Genauso wenig magst du beim Denken meistens keine Bilder draus. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dir fällt die Traudel ein, ich muss die Traudel anrufen, stellst du die nicht wirklich vor. Du kannst aus den Worten, dein Denken läuft nur mit Worten. Im Anfang war das Wort. Du kannst, wenn du willst, aus den Worten Bilder machen, was du die meiste Zeit aber nicht magst. Und genauso ist es, wenn du auf der VR-Brille bist, in dieser imaginären Außenwelt, da hast du nur Bilder, die abwechseln. Du kannst aus den Bildern jetzt wiederum Worte machen, aus den Bildern, magst du aber meistens nicht. Mhm. Mhm. Jetzt kommen wir als nächstes. Jetzt spiegeln wir die nächste Spiegelung. Wenn wir jetzt ein komplexes Bild nehmen, wie wir gerade gesagt haben, ein kleines blaues Ich, eine intellektuelle Kollektion. Kleinen Moment, ich muss kurz aufmachen. Mhm. Siehst du, interessant, was du dir jetzt wieder ausdenkst? Ist jetzt der Udo irgendwo hingelaufen? Reines Konstrukt, war still. Alles solltest genau. Du dir Gedanken machen, und du kannst jetzt zurückblättern. Schau, jetzt auf die letzten 5 Minuten, das machst du wieder jetzt. Mhm. Okay, jetzt pass auf, wenn du ein Bild hast, wir nehmen mal ein ganz klassisches Bild. Ich halte jetzt irgendein Bild in die Hand und ich beschreibe dir das Bild. Ich sage, da ist ein Haus drauf. Der Ordner Haus ist in dir so unendlich viele Möglichkeiten. Oder ich sage eine Landschaft. Ja. Pass auf, wenn ich jetzt dieses Bild, wenn du anschaust, ist alles gleichzeitig da. Wenn du es nicht siehst und ich muss dir das mit Worten beschreiben, wirst du feststellen, dass umso mehr Worte, umso genauer ich das beschreibe, umso mehr Worte brauche ich. Stimmt. Ich kann zum Beispiel nur ein Landschaftsbild, wo wir Stadt aufnehmen, könnte ich hier einen halben Roman schreiben, umso genauer ich dir das bei Worten festhalten will. Umso mehr Worte wir haben, umso genauer wird das Bild. Mhm. Jetzt mache ich die Spiegelung, wenn ich dir jetzt nur ein Wort sage. Ich mache einfach mal das Wort Krebs. Oder das Wort Stadt. Wirst du feststellen, umso mehr Bilder du hast, umso genauer wird, das sind alle in dem Ordner Stadt drin. Merkst du, wir haben nochmal eine Spiegelung. In einem Wort sind unendlich viele Bilder drin. Mhm. Mhm. Und in einem Bild eigentlich im Hintergrund unendlich viele Worte. Jetzt, wenn du einen Film anschaust, jetzt bleibe ich in der klassischen Physik, ist es ja so, wir haben ja gelernt, dass auf der Datei bzw. auf der DVD sind ja nur Bündchen und Strichchen. Ob man die jetzt in eine Reihe, in die Datei, in die DVD anordnet oder wir packen das als Schalter in einen Chip rein. Das sind die Einsen und die Nullen. Mhm. So, jetzt solltest du noch wissen, ich weiß noch, wie ich an der Fachschule des Heeres war, dass also zu meiner Zeit, wo ich Stammpersonal war, also mit Ausbildung mitbetrieben habe, dass also hier die Fernschreiber waren noch hier in einem Code in kleinen Bildern gemacht und wenn wir noch weiter zurückgehen, hat man den Morse-Code und der besteht nur aus Pünktchen und Strichen. Das heißt, dass wenn wir jetzt die DVD abrastern, haben wir eigentlich, wenn du dich mit dem Morse-Code beschäftigst, bloß das sind eigentlich nur im Morse-Code Worte drauf. Wenn du dir einen Film in HD anschaust. Okay, ja. Es ist eine riesen Kollektion von Worte, die eigentlich in Bündchen und Strichchen in einem Morsecode verschlüsselt sind. Mhm. Im Anfang war das Wort, kriegt eine vollkommen neue Dimension. Mhm. Es wird langsam an der Zeit, dass du dich von dem extrem primitiven naturwissenschaftlichen Wissen des 20. Jahrhunderts trennst. Ich sage des Jahrtausends, Entschuldigung. Das erste Jahrtausend, das du dir jetzt rein symbolisch ausdenkst, ist die These. Das zweite Jahrtausend ist die Antithese. Das hat übrigens
im Jahr 2000 ist er zu Simme ins 21. Jahrhundert reingefahren. Okay, mhm. Wir sind jetzt im Jahr 20, im dritten Jahrtausend. Mhm. Okay. Und jetzt wirst du dir irgendwann nochmal bewusst machen müssen, was das dann wirklich ist, diese doppelte 10. Das ist das rote Ich und das blaue Ich, das J und das I. Mhm. Und das ist jetzt immer wieder, wenn ich sage, mit dem Computer jetzt bei mir, dieser Umbruch mit den neuen, ich wollte den alten behalten, UDO-Programm, es geht, du musst, wenn du was vollkommen Neues willst, musst du das alte loslassen. Ja. Und der Umweg ist eigentlich hier, die Ruhe alleine ist es nicht. Ich habe gesagt, ich will das Linux. Ich brauche nichts mehr Großes. Li heißt ja zu mir kommt und das Nux, wenn du magst, ist ja das X hinten, ist ja ein CH und dann hast du Nux. Ach, Ruhe, ja. Die Ruhe, die Stille. Zu mir kommt die Ruhe, die Stille. Mhm. Aber nur die Stille ist es ja nicht. Die ausgedachte Stille, wo sich die hin meditieren wollen, du brauchst dann auch wieder das Zehn, das J, das blaue J, wo man sich immer wieder drüber aufregen muss. Gut, ja. Dann ist interessant, die Story, wenn ich dir jetzt sage, diese fast 35 Stunden an Arbeit, wo ich meinen, den Computer kriege, den neuen, eine Ab- so was wie mein Alter, der 10 Jahre alt ist, ganz, ganz einfache, unscheinbare Maschine. Zum Holger sage ich immer, das ist ein Golf mit 700 PS. Das ist ein Monster von die Daten her, aber das ist so komplex gewesen und da muss von Haus auf ein Fehler drin gewesen sein. Ich installiere mir alles, das ist so, von was ich alles mache, dennoch und all das Zeug drauf und dann stürzt er mir gnadenlos ab, aber dermaßen, dass wir den zurückbringen mussten. Und dann ist nochmal eine Sache, letzten Endes ist es so, dass wir jetzt ganz ein nacktes Windows 10 installiert haben und die hat ja so viele Sonderprogramme mit diesen super Grafiktreibern, wo drauf sind und das Zeug, dass wir fast zum Grund installieren, haben wir mit Nerd, glaube ich, 3-4 Stunden bloß spezielle Software-Treiber runterladen müssen, die ja alle weg waren. Und jetzt läuft das super. Das einzige Problem war jetzt das mit der Kamera heute Morgen. Hm. Wo ich dir gesagt habe, wo ich angerufen habe, ja. Weil die immer wieder diese externe Kamera immer wieder mit der Helligkeit nicht ganz gestimmt hat. Hm. Aber das ist, wir sind da, dass wir lernen, dass wir uns nicht ärgern. Und ich muss das sagen hier, das ist innerlich, darum nehme ich den Udo, den Prozess. Voriges Jahr hatte ich ja mein Problem mit dem Internet. Hm. Und ich sage, das Erste ist, solange du glaubst, dass die Signale von da außen kommen, die abreißen, die kommen immer von innen aus dem Zentrum. Es ist ein Internet. Wenn normale Menschen vom Internet reden, meinen die eigentlich ein Außernet. Mhm. Und jetzt wieder mein einfaches Beispiel. Seit 20 Jahren sage ich, wende zuerst einmal den Trick an, dass du dir bewusst machst, was du glaubst. Und dreh das, was für dich richtig ist oder falsch ist. Und das, was in deinem tiefsten Innern diese einseitige Vorstellung von richtig ist, fehlerhaft. Dreht es um 180 Grad, das gilt für alles. Das kann man machen, da brauchst du keinen großen Intellekt. Das gilt sogar für Sprichwörter. Das heißt, wenn dir zum Beispiel das Sprichwort in den Sinn kommt, da bin ich neben mir gestanden. Ich sage, du Geist musst förmlich neben den stehen, der du zu sein glaubst, um dich beobachten zu können. Ja. Das ist gespiegelt. Ja. Mhm. Oder man sagt, da haut es mir den Vogel raus. Toll. Pass auf, jetzt muss ich zuerst noch mal wissen, was Vogel ist. Das ist eine bistabil aufgespannte Welle. Mhm. Entweder so oder so, so oder so. Mhm. Und den kannst du dir nicht raushauen, weil der in dir drin ist, diese Welle. Ja. Und dieses Zwanghafte, dass ich immer sage, wenn du jetzt bewusst dieses nicht denkbare Bewusstsein bist, ist alles, was in dir auftaucht, eben das Gegenteil, kein Bewusstsein. Unbewusst, alles, was ja. Du siehst, ist Unbewusstsein. Der Computer ist Unbewusstsein. Das Pixelmännchen Udo ist Unbewusstsein. Ein sinnlich wahrgenommene Person auf einer VR-Brille ist Unbewusstsein. Das Bewusstsein ist der träumende Geist. Und jetzt sage ich wieder, der ist natürlich auch nicht, weil der jetzt auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Bewusstsein ist etwas, was nicht gedacht werden kann, genauso wie du Geist nicht denken kannst, so wie das Wort nicht, nicht, nichts ist. Ich kann es nochmal tausendmal erklären. Hast du es verstanden?
das ändert an deiner Rolle, die du auf der Bühne spielst, überhaupt nichts. Und das ist das schöne Beispiel, dass ich sage, wenn du niemals, wenn du auf einer Bühne bist, ein Schauspieler bist, wir machen mal eine klassische Theaterbühne, wirst du im tiefsten Inneren niemals vergessen, wer du bist. Du kannst dich in deine Rolle reinsteigern. Und du wirst in der Rolle Schmerzen spielen und Zorn spielen, den du als Schauspieler in dem Moment gar nicht hast, sondern du hast Freude, wenn dir das gelingt, dass das so echt von dir gespielt wird, dass die meinen, du findest dich so. Glaub mir, der beste Schauspieler auf deiner Lebensbühne, den es überhaupt gibt, ist der Brüssel Oder. Ja. 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 Es ist aber die Figuren selber, das ist Illusion. Aber die Illusion ist jetzt ganz anders, wie man bisher in der Esoterik oder sonst was gemeint hat, was Illusion ist. Mhm. Es geht immer auch, wenn wir jetzt Videos teilen. Ich kann nicht oft genug sagen, das, was ich dir erkläre, den, der mich jetzt sprechen hört, dass ich jetzt diese zwei Pixelmännchen wieder ausdenke. Ist jetzt mit Nerd, mein Nerd, jetzt denke ich mir mal Nerd aus. Der ausgedachte Nerd kann das nicht verstehen, aber ich habe auch das Buch durchlebt, das der Nerd ist oder der Heigo ist. Ich habe auch das Buch schon gelesen, das du zurzeit liest, der uns zwei jetzt ausdenkt. Es ist diese Kommunikation und jetzt haben wir unsere I hoch 3 rot geschrieben. Und die Reihe heißt 4 Spiegel, wenn wir es rot machen. Das ist der erste Tetraeder, in dem dann immer sich wieder neue Tetraeder drinnen herum zusammensetzen. Jetzt wollen wir schon. Du bist gerade weg. Du bist gerade. Bin ich da? Dann ist es. Du bist gerade weg gewesen. Bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da. Dann ist kurz die Leitung abgerissen. Ganz kurz. Es ist gut, wenn es noch da ist, aber jetzt lassen wir es dann eh gut sein. Und du merkst, ich habe jetzt fast wieder dasselbe erzählt. Du musst jedes Mal, sollte ein Selbstgespräch mit dem Brüssel Udo auftauchen, was du nicht steuern kannst, ist das keine Wiederholung, wenn einer meint, das habe ich nicht mehr nötig, der erzählt wieder dasselbe. Wenn es in dir auftaucht, sind da Parameter, die du noch nicht verstanden hast, sonst wird es nicht in dir auftauchen. Wenn das verstanden ist, wirst du dich nicht mehr zu sehen bekommen. Ja. Und solange ich auftauche und du sagst, nee, das muss man nochmal an und das habe ich ja eh schon alles verstanden, hast du verloren. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du diese Demut hast, das dann mal zu akzeptieren, was auftaucht. Das ist ja auch die Erkenntnis jetzt von dem Film. Ich kann nur wieder wiederholen, wenn ich jetzt, wir gehen nochmal in unsere Update. Denk an die Christa-Zeit, wo Ariane und Christa hier bei hunderten von Updates hier die Filmchen noch die Texte mit rausgeschrieben haben. Wo ich mir jetzt viele Menschen ausdenke, wohlgemerkt von mir, die mit ihrem Programm in einer riesen Arroganz sich ausdenken, was wird ja das, was soll da geistig Wertvolles drin sein, wenn man so Kinderliedchen und Schlager einspielt. Und jetzt gehe ich mal in die Logik meines Spezies, der ja als junger Busch nur Musik und Rockmusik und DJ war und Musik. Und jetzt mit seiner Tochter, jetzt hat er Tochter mit 14, die jetzt langsam Gefallen findet an dieser alten Musik. Und er setzt sich hin und übersetzt mit ihr die Texte. Und er sagt, ich habe die Texte, was da drin ist. Ich habe die überhaupt nicht geachtet. Das ist diese Oberflächlichkeit. Es ist aber doch der Text, die Sprache. Jeder Moment, jedes Lied, jede Kleinigkeit, die in dir auftaucht, spricht zu dir. Beobachte. Ja. Beobachte, jetzt ist es wieder gerade eingefroren. Ich darf beobachten. Lass es gut sein. Kommst du mal? Mich? Jetzt bist du wieder da. Ich höre dich. Das ist also die Sache. Du hörst mich. Alles gut. Ich höre dich die ganze Zeit. Du bist hundertprozentig da. Ja, war also, wir schauen uns das jetzt einmal an und lassen es gut sein. Ja. Und spielen noch eine Runde. So machen wir es. Bis gleich. Danke. Ein Gruß vom Holger im Hintergrund. Ein Gruß vom Holger im Hintergrund. Der uns zwei jetzt ausdenkt, alles andere sich ausdenkt, bis er das checkt. Ist nicht jeder von uns ein kleiner Holger? Ja. H-Oll, das wahrgenommene, hochgehobene Joch, ist G-R, der Reisende, der in der Fremde übernachtet. Jetzt muss er bloß noch seinen Nachnamen, N-Chat heißt der Ruhen, der Nachname ist K-Al-Us. Das heißt, wie Gott
und der ist verbundenes Bewusstsein. Er ist halt meiste Zeit immer noch Holger Dienerspiel. Er muss erst so an den Kallus wann. Den Nachnamen trägt er zwar zu Recht, aber den hat er noch lange nicht erreicht. Tschüss. Tschüss. Danke.